Das alte Rom wird wieder aufgebaut. Hallihallo und herzlich willkommen zu Die Römer, Rome Total War, Castle Strike oder. Weiß auch nicht, welches Spiel das ist. Nein, Scherz. Zu Medieval 2 Conquer the World. Ja. Ich muss kurz gucken. Wir sind hier ja noch. Also ist eine Belagerung. Die haben halt ein bisschen mehr Eier als ich wahrscheinlich. Aber ich brauche nur zwei. Hier oben, hier müssen wir schon eins runterstellen. Hier machen wir mal ein Straßen, Fruchtfolge, einen Markt. Wir haben hier überhaupt keine Handelding, weil die ja nicht wollen, dass wir wahrscheinlich Handelsrechte bekommen. Dann wäre doch toll eigentlich. Die Fruchtfolge. Ich weiß nicht. Ich mache jetzt mal die Fruchtfolge. Und wir können hier noch etwas. Ne, machen wir nicht. Also. Hier haben wir ja dieses Schiff. Machen wir mal hier hin. Ah ja, wir wollten ja mit diesen Armeen hier hin und mit diesen wollten wir Türme bauen. Ich hoffe, die Überlebens. Wie viel haben die? Das steht gar nicht bei denen, genau. Also wir machen jetzt einfach weiter. Und was passiert jetzt? Sie greifen an. Wir schaffen doch das. Wir schaffen das. Hey, yo, wir schaffen das. Positionierung starten. Fertig. Also, die müssen hier. Oh, die haben Armbrustschützen. Das ist nicht so gut. Wo sind die Bogenschützen? Greift mal die an hier. Na, geht's? Greift sie an. Einer ist mal tot. Immerhin. Der zweite stirbt hier auch wahrscheinlich. Nicht? Hier ist einer gestorben. Ja. Man sieht es. Die werden durchlöchert. Die haben mehr als ein Leben. Irgendwie passiert überhaupt nichts. Sie schießen. Ah, jetzt schießen sie wenigstens. Können irgendwie nicht so gut schießen, habe ich das Gefühl. Da wir hier so die guten Truppen haben, muss das eigentlich egal sein, kann man die noch ein bisschen weiter nach vorne. Bisschen weiter nach vorne. So, jetzt. Also das Tor muss kaputt gehen. Aber ist auch ein bisschen nicht so schlimm. Heilige, schützt uns! Der Feind rammt die Tore ein! Oh, aber das. Das Dach schützt die. Aber das würde eigentlich realistisch aussehen, wenn das Öl hier runterkäme. Aber das ist natürlich zu viel verlangt von Medieval 2. Aber es ist trotzdem gut, also. Da sind nur noch sehr wenige. Steht das? Ja, 24%, 25% Feinde sind schon tot. Das ist doch toll. Also das wird eine leichte Schlacht. Hauen sie jetzt ab.
Ah nein, sie machen sich bereit. Sie machen die lockere Formation. Geht durch. Schnell. Wir schnetzen jetzt alle nieder. Geht durch. Jö. Ah, niedlich. Oh, das ist, das muss ja hart sein für die. Immer noch 0% Tode. Hä, die verlieren gar kein, die verlieren gar nichts. Bis jetzt noch nicht. Jetzt ist einer 2 tot, 3 tot, 4 tot. Okay. 5 tot. Aber wie ihr seht, die können irgendwie, die Türme können durch das Burgtor schießen. Aha, da gibt's Löcher. Also das sollten Löcher sein. Dass sie runterschießen irgendwie, ob die schießen ein bisschen zu schräg. Die schießen hier durch. Also 19 tot. Oder 19. Wie viel waren es? 140 waren es doch. Ja, jetzt werden es schon mehr, aber auch nur, weil die so extrem nah aneinander sind und wir sie dann nicht so gut treffen. Also, sie können uns natürlich besser treffen. Aber egal. 5%, 60%. Jetzt fliehen sie dann bald. Der hat alles voller Blut am Kopf. Ihr habt keine Chance. Jetzt haben fast wir mehr Verluste, das ist nicht gut. Jetzt werden wir auch quetschen. Wir werden auch quetschen. Das sind einfach so extrem viele. Ja, der wird mehrmals getroffen, weil sie von hinten auch noch rutschen. Was ist jetzt passiert? Ah. Blöde Kamera. Jetzt. Jetzt haben wir so gut wie gewonnen. Greift die an. So, jetzt. Verfolgt sie. Nicht auf mich. Oh Gottchen. Doch nicht auf mich. Okay, da werden ein paar getroffen. Gut. Oh je. Also 14% Verluste haben wir. Aber ich denke, ein paar werden noch überleben, weil die ja eventuell bewusstlos sind. Es zählen, glaube ich, auch die, die verletzt sind und nicht mehr weiter kämpfen können. Sowas. Was ist jetzt? Die trauen sich nicht über die Grenze zu gehen. Jetzt werden sie dann runtergemetzelt von den Bogenschützen. Die laufen genau auf den Turm zu. Sehr schön. Sie können schießen. Zwei sind tot. Nochmals drei. Jetzt kommt der Turm noch dazu. Gut.
Das ist doch toll. Wir ziehen uns zurück, haben sie gesagt. Ah, trefft doch. Jetzt, Spoktor, komm. Muss treffen. Volltreffer. Nö. Einer ist wieder tot, gut. Ah, oh, die sind so dumm beim Abhören. Ah, je. Jetzt laufen sie einfach mal einmal ringsum. Ja, also zwei überleben, denke ich mal. Die kommen fast nicht nach. Kann ich endlich die Schlacht beenden? Einer hatte überlebt jetzt, oder was? Der eine wurde hier noch getroffen. Haha. Gut, sehr schön. Also jetzt ist fertig dann. Noch ein bisschen, komm. Wo ist die Linie? Hier ist die Linie. Okay, der eine hat es noch überlebt. Und was haben wir hier für Grafikfehler? Fehlen einfach Texturen. Ah, das ist ein See. Es gibt wirklich See in dieser Stadt, okay. Lol, das sah so aus, als würde die Textur fehlen. Aber das sind nur die übertriebenen Spiegeleffekte. Das sieht wie ein Spiegel aus. Okay, haben wir es. Schon wieder ein Hero ist zu sehen. Oh Gottchen. Ich mach nur noch heroistische Siege. Oh. Fliehen gehört auch zur Niederlage, aber dafür tun wir die Truppen schützen, wenn es zu hart überlegen ist. Sodele. Fühlt sich geschätzt, gemeiner Anführer. Athen, der Schießstand. Wachbogenschützen, sehr schön. Können wir jetzt nicht hier irgendwas Bestes bauen? Öffentliche Bäder. Ein Jahrmarkt. Eine Taverne, botanischer Garten. Irgendwas. Weiß auch nicht. Fruchtfolge. Trapazund. Da brauchen wir unbedingt auch eine Fruchtfolge. Eure Majestät, Abrücken, erteilt mir einen Befehl. Marschiert! Trapazund. So, jetzt. Jetzt geht ihr hier rein. Und hier wieder raus. So, schaffen wir es. Das ist ein Attentäter. Der braucht doch irgendwo hier. Das sind die Türmchen von den Rebellen. Das sind unsere. Die haben Stein. Das ist ein bisschen böse. Unfair, das ist unfair. Türmchen bauen. Errichte einen unermüdlichen Wachposten, Herr. Einen unermüdlichen Wachposten, ja genau. Wir marschieren. So, und jetzt können wir wieder auf hochstellen hier. Hier lassen wir es mal so. Hier müssen wir nichts bauen. Nein. Hier machen wir eine Fruchtfolge. Können wir noch irgendwo etwas bauen?
Ein Bordell können wir noch hier bauen. So. Was haben wir denn hier? Ah, hier könnten wir noch etwas bauen. Eine Rodung. Da machen wir hier die Taverne nicht. Sehr. Eine Rodung bitte hier. Das ist doch wichtig. Oder ein Ratshaus. Machen wir das Ratshaus hier. Also, der Spion, der muss unbedingt mal hier suchen. Der geht hier hin. Und jetzt brauchen wir noch den Attentäter hier. B6. Ein mongolischer Diplomat. So, jetzt, die sollen nur böse auf mich werden. Haben wir jetzt ein Kreuz? Wir haben auch kein Kreuz hier. Kein Schwertkreuz da. Ach, egal, wir haben hier genug. Wir wissen ja, dass wir hier heroistisch gesiegt haben. Ein mamulukischer Diplomat. Gehen wir mal hier hoch. Hier ist nichts. Das gehört mir. Gehen wir mal hier entlang. Der da. Hier hin. Der da geht hier rein. Okay. Der Kaufmann bleibt hier und der bleibt auch hier. Okay, der kann sich noch bewegen. Und der da hinten. Hier war doch irgendwo eine Stadt. Und der hier. So, jetzt. Okay, die haben sich zurückgezogen. Fremder Kaufmann streikt. Oh, jetzt. Jetzt gibt es aber Tode. Ha! Das hat er gezahlt mit dem Leben. Okay, wir haben wieder Verluste, aber das ist nur wegen den Gebäuden, die wir gebaut haben. Die machen ja selber dann wieder Umsatz. Und in Antiochia machen wir... Was müssen wir hier machen? Okay, Venedig ist am Arsch. Scheinbar. Oh, hier ist eine maurische Armee. Das gehört alles den Mauren. Nochmals ein Spion, bitte. Okay, der bleibt jetzt hier. Der geht jetzt hier rüber. Und jetzt greifen wir mal. Nicht abbrechen. Ausrauben. Jetzt haben wir Koffer. Das ging schnell.
So, der Diplomat kann hier hindern gehen. Hier ist ja eine Rebellenarmee. Okay. Den haben wir bewegt. Gut. Also Diplomaten geht weiter. Einfach mal ein bisschen erkunden. Wo ist jetzt die Stadt? Hä? War die hier oben sogar? Ach egal, wir gehen zur nächsten Stadt. Hier waren wir. Hier unten sind wir noch nicht. Also hier scheint es relativ viele nicht. Hier? Gibt es hier eine Stadt? Und wo ist die andere Stadt? Die ist nicht sichtbar. Dann gehen wir doch direkt dorthin. Und dann gehst du hier hin. Dann geht der andere Spion dorthin. Und wir gehen jetzt schon mal los. Schafft ihr es? Ja, toll. Na, da gehen wir lieber wieder zurück. Wir brauchen hier unbedingt mehr Sachen. Müssen noch ein bisschen warten. Oder wir holen hier ein Schiff hier runter. Und beten hier noch ein paar aus. Hier haben wir doch einen, oder hier, hier, Nikonium. Eure Majestät, abrücken. Geht die hier runter. So, weiter. Scheinbar greifen die wieder an links. Sie haben sich zurückgezogen. Und dieser blöde... eine Pferde sich, der gilt in Kaffer. Wo ist Kaffer? Ah, dort oben, okay. Ich kann den nicht eliminieren. So, jetzt, wir gehen hier. Ah ja, hier ist eine Stadt. Und uns geht es wieder besser. Und ich habe irgendwie so ein bisschen mit dem Headset so ein Drucken. Tripolis Rathaus. Haben wir das? Kaffa Rodung. Okay, Bündnis. Sollen sie sich verbinden? So, fertig mit diesen Leutchen. Keine Kaufmänner in meinem Reich. Fertig jetzt. Ja, mein Herr. Sehr gut, mein Herr. Die heutige euer Befehl? Selbstverständlich, mein Herr. Selbstverständlich. Ah, hier ist eins. Handelsrechte akzeptiert. Dann gehen wir nach oben. Wir haben ja nichts zu tun. Okay, das ist jetzt auch Litauen.
dann gehen wir, ja, eigentlich, es ist egal, wohin wir gehen. Hallo, Goldminen. Ja, mein Herr. Bin unterwegs. Euer Haben wir nicht noch einen Spion? Ist das wirklich der, der oben ist? Okay. Spion ausbilden. Spion ausbilden. Spion ausbilden. Kein Spion. Nichts. Keine Taverne. Oh Gott. Bordell bitte. Ein Bordell auch hier. Jetzt können wir es bauen. Scheinbar wollen die wieder angreifen hier. Das ist nicht gerade gut. Wir müssen uns hier rüsten. Unbedingt. So. Scheinbar haben die nie genug. Also ein Spion, ein neuer, geht jetzt hier hin. So. Also das ist eigentlich genug hier. Dann mache ich mal einen neuen Part. Bis zur nächsten Folge. Bye bye.